Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir eine ganz besondere Maske testen. Ja, deswegen ist meine Maskenwoche heute, beziehungsweise ja, diese Woche ausgefallen. Und zwar habe ich einen Monat lang die Beloved Beauty Beauty Scent French Pink Clay Maske ausgetestet. Und zwar habe ich diese Maske einen Monat lang alle 2 Tage verwendet. Also das war echt viel. Ich weiß gar nicht, ob man die so oft verwenden darf. Aber mir hat es gut getan. Ne? Also ich weiß nicht, du siehst es vielleicht auch in meinem Hautbild. Ich muss gleich duschen, deswegen mache ich mir die drauf. Ich mache die meistens vorm Duschen, weil dann kannst du die direkt abduschen. Das ist so ein kleiner Trick. Genau. Ja, auf jeden Fall finde ich, dass mein Hautbild doch deutlich besser geworden ist. Ich greife gerade vor, ne? Ich weiß nicht, wenn du Bock auf das Video hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, auf jeden Fall habe ich von Beloved Beauty diese Maske kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen und ja, habe die dann auch wirklich sukzessive getestet, intensiv getestet, nicht sukzessive. Na, was rede ich denn hier? Auf jeden Fall ist diese Maske cruelty-free, also ne, nicht an Tieren getestet und sie ist 100% vegan. Ja, und das sind wirklich nur natürliche Zutaten. Also hier steht drauf, Ingredients, French Pink Clay, White Kaolin Clay, Chamomile, spricht man das so aus, Chamomile, Rose Hip und Rose Petals. So, und hier steht drauf, dass man einfach einen Teelöffel von diesem Produkt zusammen mit 2 Teelöffeln Wasser mischen darf. Dann ja, trägt man sich das halt auf und lässt das Ganze 10 bis 15 Minuten drauf und kann das dann halt einfach abwaschen. Und das soll die Poren minimieren, das soll dein Hautbild verbessern, das soll die ganze Akne oder Pickel oder was auch immer wegmachen. Ja, also ich habe jetzt nicht so die Aknehaut oder so, ne? Ja, also hier ist auf jeden Fall die Maske. So sieht das Pöttchen aus. Ich finde es auch sehr schön und da ist richtig viel Produkt drin. Das ist Plastik und ich mache es mal auf. Das ist halt so ein Pulver, ne? Und du mixest es dir dann halt selber zusammen. So sieht das dann aus. Und wie du siehst, also wie gesagt, ich habe das einen Monat lang tatsächlich jeden zweiten Tag verwendet. Und da du wirklich auch nur einen einzigen Teelöffel davon brauchst, weil du dir das nicht weiß Gott wie dick auftragen musst, kommst du richtig lange mit dem Produkt hin. Und das finde ich cool. Also das rechtfertigt dann halt auch in dem Sinne den Preis, ne? Weil du hast da, was weiß ich, wie viele Masken drin. Ich weiß nicht, wenn das... Mal gucken. Ein Monat, 2, 3, 4, 5. Ja, da kommst du eigentlich ein halbes Jahr mit diesem Pöttchen hin. Das ist echt cool. Also, ich persönlich habe jetzt nicht so die Problemhaut. Ne? Ich habe ja per se schon relativ gute Haut. Also, ich habe jetzt nicht irgendwie vergrößerte Poren. Vielleicht hier so minimal, aber auch nicht so wirklich. Und ich habe auch nicht, weiß Gott, wie viele Pickel. Hier hatte ich ja einen, den habe ich aber hiermit auch sehr, sehr gut weggekriegt. Also, das ist echt gut geworden. Und ich finde, dass meine Haut auch dafür, dass ich gerade die Erdbeerwoche habe, unfassbar rein aussieht. Ich weiß nicht, ob das hieran liegt oder an was auch immer, weil ich mich auch nach wie vor gleich ernähre und so. Also ich würde schon sagen, dass das hier dazu beigetragen hat. So, vom Geruch her riecht es wie das Rosens Rosenwasser. Es gibt Menschen, die das nicht so gerne mögen. Das weiß ich. Aber ich finde, dass man sich halt auch an den Geruch von dem Rosens Rosenwasser sehr gut gewöhnen konnte. Und wenn du einfach weißt, dass diese Maske ja auch eine schöne Wirkung hat, dann ist das doch alles halb so wild. Naja, auf jeden Fall ist das hier wirklich so eine pulverartige Konsistenz. Und es ist sehr feines Pulver. Das ist wirklich cool. Das ist wie Puder, ne? Das ist ganz, ganz witzig. Und ja, ich nehme dann immer halt einen Teelöffel davon raus. Mach das. Manchmal brauche ich irgendwie nochmal 5 Hände mehr, ne? Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt einen Teelöffel davon genommen. Pack den hier in so ein Pöttchen. Das ist ja normalerweise so mein Maskenpöttchen. Da ich das ein oder andere Mal gepatzt habe und mit einem etwas feuchten Löffel da reingegangen bin, muss ich hier noch so ein bisschen diese Bröckchen, die ich hier drin einfach habe, etwas zerkleinern. Aber das, ne, am Anfang hast du das wirklich ganz, ganz toll und fein und trocken, das Puder, das Pulver. Das war einfach mein eigenes Verschulden. Da bin ich selber mit bei. So, hier habe ich auf jeden Fall das Pulver drin. Dann habe ich hier noch ein zweites Pöttchen. So, siehst du das besser? Da habe ich Wasser drin. Und dann packe ich mir in dieses Pöttchen, wo ich hier schon meine Pink Clay drin habe, also das Pulver drin habe, 2 Teelöffel von dem Wasser. Das sieht dann so aus. Warte, so siehst du es vielleicht besser. Ich
Ich will es nicht rauskippen, ne? Das sieht man direkt, man muss es vermischen. Dafür nehme ich direkt meinen Maskenpinsel. Der dürfte euch bekannt vorkommen, den verwende ich sehr häufig und verrühre das Ganze miteinander. Also durch diesen einen Teelöffel bekommst du richtig viel Produkt raus. Ich habe meistens noch richtig was übrig. Das, ja, reicht definitiv für einmal das Gesicht einschmieren. Es hat so ein bisschen was von DIY und das finde ich ganz cool. Man ja, rührt sich so sein eigenes Pöttchen zurecht, ne? So, hier hatte ich das ein bisschen an der Seite abgestriffen, damit ich das besser verrühren kann. So, und je nachdem, was für eine Konsistenz man lieber hat, ne? Ich mag es gerne, wenn es ein bisschen fester ist. Wenn du es lieber ein bisschen flüssiger hast, kannst du natürlich immer wieder noch ein bisschen Wasser dazu kippen. Aber ich mag es so, wie es jetzt ist, nämlich, dass wenn ich das so umrühre, dass es so cremig einerseits ist, aber andererseits halt wirklich am Pinsel noch haftet. Ne, das finde ich ganz cool. So, wenn die ganze Geschichte denn dann cremig und schön und fein verrührt ist, kann man sich das einfach auf das Gesicht auftragen. Easy peasy, ne? So, jetzt hast du zwar noch überall, beziehungsweise ich habe das, ne? Hier so Punkte. Das ist halt, weil ich die Maske halt, ja, ich habe sie verrührt, aber ne, du hast dann vielleicht noch so ein bisschen was noch trocken ist mit drin. Was man halt nicht so gut verrührt hat. So, ist aber nicht schlimm. Das trocknet jetzt ja eh auf meinem Gesicht. Und zwar 10 bis 15 Minuten. Und ja, wenn das getrocknet ist, dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, das Ganze ist jetzt 15 Minuten auf meinem Gesicht getrocknet und wie du siehst, ist das wirklich sehr interessant. Dann gehe ich jetzt mal duschen und ja, nehme dann quasi während ich dusche die Maske ab. Das ist ja in dem Sinne, dadurch, dass dann Wasser drauf kommt, wird die einfach ganz normal abgewaschen und dann komme ich gleich nochmal wieder und zeige euch, wie die Haut danach aussieht. So, ich bin geduscht, habe dann auch dementsprechend die Maske abgenommen und ja, dann komme ich euch mal etwas näher. Dann könnt ihr euch das vielleicht mal angucken. Also, ihr kennt meine Haut ja auch von den Maskenvideos, ne? Also im Großen und Ganzen habe ich ja wirklich gute Haut. Dementsprechend, naja, erhalte ich quasi einfach das Gute von meiner Haut dadurch, dass ich solche Masken dann ja auch verwende. Also sie ist super, sie ist gut, sie ist toll in der Anwendung. Ich finde es schön, dass man sich die selber anrührt. Sammy kommt gerade angetapert. Na komm her. Hallo? Sieht man dich gar nicht? Na guck, man sieht dich gar nicht. Jetzt sieht man dich ein bisschen, ne? Ja. Ich hab dich auch lieb. Darf Frauchen weiterdrehen? So. Also, es ist auf jeden Fall eine Maske, die ich euch empfehlen würde, weil sie halt auch wirklich dann lange hält. Und wenn du wirklich richtig lange was davon hast, du musst sie ja nicht alle 2 Tage benutzen, so wie ich das mache, ne? Wenn du die nur einmal die Woche verwendest, dann hält die ja über ein Jahr. Also von daher ist es definitiv ein cooles Produkt. Meine Haut hat sie einfach, ja, gepflegt und weiterhin schön gehalten. Sie hat jetzt während der Zeit, wo ich meine Erdbeerwoche habe, geholfen, dass ich keine weiteren Pickel bekommen habe, was ich sehr cool fand. Also alles in allem könnt ihr euch definitiv mal anschauen, wenn ihr Bock auf so pinke Tonerde-Masken habt oder einfach mal auf Tonerde allgemein. Also auf jeden Fall ist das hier etwas, was ich lieber im Sommer verwenden werde, weil ich ja da etwas öligere Haut habe als jetzt im Winter. Aber diesen Testmonat, den ich hatte, fand ich ganz schön. Also da habe ich diese Maske echt lieb gewonnen. Hast du vielleicht mal eine Tonerdemaske ausprobiert, die du empfehlen kannst? Oder vielleicht sogar diese hier, die Beauty Sand French Pink Clay Mega Moisture Cream Mask? Dann schreib es mir doch gerne unten in die Kommentare. Ja, also zu Moisture kann ich sagen, dass mein Gesicht jetzt auch tatsächlich nicht nach der Anwendung spannt. Also das auf jeden Fall. Das finde ich ist eine ziemlich coole Sache.
Ja, und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu meinen ganzen Maskenvideos. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!